Salapasana. Beginnen Sie jede Asana aus dem Lotussitz. Setzen Sie sich mit gekreuzten Beinen auf den Boden, mit geschlossenen Augen. Atmen Sie normal weiter. Legen Sie sich auf den Bauch. Legen Sie Ihre Hände mit den Handflächen nach oben unter Ihre Oberschenkel. Indem Sie tief einatmen, heben Sie Ihr rechtes Bein so hoch Sie können. Halten Sie Ihren Atem an und Ihr Bein in dieser Position, solange Sie können. Bringen Sie Ihr Bein, während Sie ausatmen, langsam hinunter. Kontrollieren Sie Ihren Atem. Führen Sie die Bewegungen so langsam wie möglich aus. Die Steuerung des Atems ist ein wichtiger Teil aller Yoga-Asanas. Also kontrollieren Sie Ihren Atem so gut Sie können. Heben Sie jetzt, während Sie einatmen, beide Beine so hoch Sie können. Halten Sie diese Position, solange Sie Luft haben. Bringen Sie Ihre Beine, während Sie ausatmen, langsam hinunter. Diese Asana stärkt Ihren Rücken, den Unterleib, Ihre Beinmuskeln und die Hüftgelenke. Salapasana. Legen Sie sich auf den Bauch. Legen Sie Ihre Hände mit den Handflächen nach oben unter Ihre Oberschenkel. Indem Sie tief einatmen, heben Sie Ihr rechtes Bein so hoch Sie können. Halten Sie Ihren Atem an und Ihr Bein in dieser Position, solange Sie können. Bringen Sie Ihr Bein, während Sie ausatmen, langsam hinunter. Kontrollieren Sie Ihren Atem. Führen Sie die Bewegungen so langsam wie möglich aus. Die Steuerung des Atems ist ein wichtiger Teil aller Yoga-Asanas. Also kontrollieren Sie Ihren Atem so gut Sie können. Heben Sie jetzt, während Sie einatmen, beide Beine so hoch Sie können. Halten Sie diese Position, solange Sie Luft haben. Bringen Sie Ihre Beine, während Sie ausatmen, langsam hinunter. Diese Asana stärkt Ihren Rücken, den Unterleib, Ihre Beinmuskeln und die Hüftgelenke.